Stars Wanted. Hallo, hallo. Hi, erstmal schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie ist es für dich, über den roten Teppich hier zu laufen? Schön, so viele Menschen sind hier in Essen, so viel Publikum, das ist immer unheimlich schön hier, die sich freuen, wenn man kommt und ihre Stadt besucht. Finde ich auch sehr schön hier. Was bedeutet Glück für dich? Für mich bedeutet Glück Lebensfreude. Eine sehr weise Antwort. Deine Figur, Helene Brindel, was macht die besonders? Sie macht sich auf den Weg, sie ist sehr mutig, sie ist in Verhältnissen, die für sie nicht gut sind und sie, obwohl sie davor wahrscheinlich Angst hat, macht sich auf den Weg, um da rauszukommen und was Neues und was Besseres zu erleben. Sie lässt sich nicht mehr, sie möchte nicht mehr in diesem Gewaltumfeld leben, in dem sie lebt und in dieser Beziehungslosigkeit. Und sie möchte ausbrechen und das tut sie dann auch. Und am Ende findet sie die Liebe. Sehr schön. Wie hast du dich auf die Figur vorbereitet? Oh, ich habe ganz viel gelesen, den Roman gelesen, ich habe die Texte gelernt, ich habe mir ganz genau überlegt, warum macht sie das, wie macht sie das, was hat sie an, was für Kleidung trägt sie, was hat sie für Haare, wie sieht sie aus, wie spricht sie, das habe ich mir alles vorher überlegt und besprochen, auch mit meinem Regisseur. Und ja, das habe ich einige Wochen lang gemacht. Wir haben uns auch getroffen, haben geprobt miteinander und so. Also es war schon eine schöne Vorbereitungszeit. Hört sich gut an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier. Danke.